Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir, dem gleich. Jo Leute, wir schauen jetzt mal wieder hier vorne rein. Hier dürfte nach wie vor Professor Farnsworth in Mythic vorhanden sein, in Mamas Almosch Geheimnisstatue, jawoll. So, Drunk BGE ist jetzt endlich gestartet. Wir schauen jetzt mal hier rein. Es gibt eine neue Tirebox. Das ist die Cognac Tirebox mit Cognac Bender. Schauen wir mal hier rein. Cognac Bender ist das da. Und wir rufen uns in Erinnerung 50% Gas, 50% Blutsauger auf den Angriffswert. Das ist natürlich nicht so berauschend. Thunder Cocktails, Francine Smith, Beer Festival, Wine Trio und natürlich darf einer nicht fehlen, Bill Daugherty. Hier die 5 AM Wine. Schauen wir mal, wie weit man die hochbekommen könnte. Ja, bis 12,50 ist natürlich schon interessant, aber ihr dürft halt eins nicht vergessen. Das hier, der Angriffswert, ist momentan für den Drunk BGE der ausschlaggebende Punkt. Das heißt also, ja, wenn ich jetzt hier vorher bei Musik vom Verteidigungswert da meinen Passivwert nehmen konnte, geht das jetzt hier nicht mehr. Macht natürlich schon einen Riesenunterschied, ob ich hier 50% oder davon 25% nehme. Das wäre nämlich dann 12 gewesen und hier sind es nämlich nur 6. So, ja. Nichtsdestotrotz, 12,50 natürlich ein guter Wert. Gegenstände, schauen wir mal hier rein. Was haben wir da aktuell? Cognac Benders. Schauen wir uns doch einfach mal diese Combo an. Cognac Benders. Das ist diese da. Mal gucken, ob ich auch richtig bin. Jawohl, Cognac Benders ist das da. Ein Bender und dann, wir können den ja mal maxen. Die meisten haben den ja sowieso in der legendären Version. Schauen wir mal. Oh, da sind einige Kombos mit Beer Tasting, mit Mint. Was? Ich kann es nicht lesen, ey. Mint Julep? Heißt es Mint Julep? What the fuck? Dinner Date Front Lab Bartenders Not Beer Festival Party in the Beer Tank Wodka Bier Wein Trio Braubier Braubier in Mythic Oktoberbräu Wine Bucket. Und auf der rechten Seite eben das da raus, da hast du dann Lähmen, Motivieren und Bodyguard. Und davon jetzt nicht zu wenig. Das ist schon ein ganz guter Wert. Kann man echt so sehen, ja. Kurz mal, nee, ist sie geputzt. So, weiter geht's. Dann sind wir bei Wine Tasting Lindas. Und die schauen wir uns jetzt als nächstes mal an. Was für eine Kombo ist das denn? Batman und Linda mit... Naja, die könnte ich eigentlich jetzt schon maxen. Linda ist ja... Ups. Linda hier gibt es ja in der legendären Version. Auch wieder mit Beer Tasting, mit Mint. Dinner Date Front. Lab Bartender Snot. Beer Festival, Party in a Beer Tank, Spring Break Shots, Wine Trio, Slewback, Thunder Cocktails und Wine Bucket. Kommt auf der rechten Seite Entführen raus, also Hijack, dann ein Burger zum Heilen und ein Schild für alle, aber eben auch wieder eingeschränkt, ne? Jo. Auch wieder relativ defensiv. Dann haben wir Tainted Alamos. Tainted Alamos, also sind alles Kombos, die ich jetzt auch so in dieser Form noch nicht wirklich kenne. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was die hier alles so können. Für mich ist das jetzt hier auch, ja,
Sehr, 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 sehr aufschlussreich. Schau mal hier, Tainted Alamo ist natürlich mega krank, ne? Schaut euch das Ding an. Und Tainted Alamo könnte natürlich unter Umständen hier mal eine Combo sein. Ist halt wieder mal klassisch ein Bill. Ja, die hier richtig reinhauen könnte. Schaut euch das an hier. Wir haben 23 Angriff, wir haben 24-fach Gas, 17-fach Punch, 22 Stoß. Die ist krass, ja, weil hier, wenn du da rechnest, 50% von, dann hast du immerhin noch mal 11 Gas drauf, bist bei 35-fach Gas. Und hast auch noch Blutsauger mit dazu. Das tut dann schon weh. Hier mit der Thunder Cocktail 29 Angriff. Dann bist du bei 38-fach Gas. Autsch. Autschen. Ist sogar noch stärker als hier. Schaut, zieht euch das mal rein. Ja, wobei. Hier ist, da ist der Gas und der Punchwert dann doch höher, ne? Mit der Mythic Braubier. So. Also die Combo, die hat's bitterbös in sich. 5 AM Wines. Das ist für die Besoffenen am frühen Morgen. Und auch hier wiederum können wir gleich auch eigentlich schon maxen. Francine Smith. Das wäre da mit Bier Tasting Mind Jewel. Dinner Date Front, Love Bartenders Not, Beer Festival, Party in a Beer Tank, Wodka Bier, Spring Break Shots, Wine Trio, Jelly Bean Schnaps, Welcome Mojitos, Personalized Beer Mug, Slewback und Braubier und Kleins Bier und Oktoberbräu und was da alles kommt, hey, Thunder Cocktails und Wine Bucket. Und auf der rechten Seite relativ viel Punch und Schild und ein Burger. Und auch hier mit Thunder Cocktail 27-fach Angriff. Also Thunder Cocktails auf jeden Fall scheinbar eine Supportkarte, die hier in dem BGE, in dem Drunk BGE eine sehr große Rolle spielen wird. Auch hier Love Bartenders Not. Ist auch bei 26 Angriff. Ist auf jeden Fall krass. Dann haben wir hier Party All Times. Nee, wir haben erstmal another lousy Millennium. Ja, ist Wahnsinn, ne? Sofort meinte er erst vor kurzem noch, mein Gott, ihr habt das zweite Jahrtausend erlebt, den Wechsel. Na, ich meine, euer Hund war auch nichts Berauschendes, ne? Also. Vorher gab es dann um Gottes Willen, was da schon wieder für Dinge erzählt wurden. Weltuntergang, alle Rechner stürzen ab, alle Computersysteme, weil die mit dem Millennium-Problem nicht klar kämen und so weiter und so fort. Also, wir haben jetzt auch another lousy Millennium. Nein, haben wir nicht. Wir machen ein großartiges Millennium diesmal hier. Alle zusammen und so und schauen wir uns mal diese Combo an hier mit einem, können wir eigentlich schon gleich auch wieder maxen, mit einem Fry. Wow, da haben wir doch mal was Interessantes hier. 25, 23 bis bei 48. Oh, ja, mit La Bartender 54 mit Dinner Date Front 50. Alter Vater. Minchel 50. 51 mit Beer Tasting. What the fuck? 54 mit Thunder Cocktails. Oh, die ist böse. Die ist böse. 50 mit Wine Trio. Oh, hier 54 mit Thunder Cocktails, also Thunder Cocktails, wie gesagt, und da oben diese Lab Bartender, auch 54, ist schon crazy. So, und jetzt stellen wir uns dazu noch mehr Blutsauger vor und stellen uns dazu noch mal Gas vor, und da macht das schon, spielt schon eine Rolle. Also bei 31, dann wärst du immerhin bei 15-fach Gas. 15-fach Gas tut weh. Ja,
Zumal, wenn der Rest der Karte schon so viel macht. Also hier, Another Lousy Millennium könnte hier ein richtiger Killer werden in der nächsten. Also jetzt hier in diesem BGE. Weil der ist krass. Den kriegst du auch nicht klein. Überleg mal hier, du hast Blutsauger. 25, dann kommen da nochmal drauf 16, da bist du bei 41 Blutsauger. Oder 15. Bist du bei 40 Blutsauger. Wie willst du denn das Ding klein bekommen? Das Einzige, was du machen, ja, das kannst du auch nicht machen mit einer, weil er hat hier Stoß. Also, dass du sagen wirst, ja, ich setze dem jetzt zum Beispiel eine Drunken Lila vor die Nase. Scheiß drauf, die Drunken Lila hat auch ein Problem, weil er hier 24-fach Stoß durch die Mauer hat. Ne? Also, den kriegst du nicht klein. Das Ding ist übelst. Holy shit. Another lousy Millennium. Another lousy Drunk BGE, würde ich sagen. Jo. Und da nochmal dann 20% von mir aus drauf. Holy shit. So, dann wieder Party All Times. Und das ist das da. Und schauen wir uns mal an. Ich ahne schon was. Wieder eine interessante Mac-Combo. Was haben wir denn da? Ui, 13-fach berauscht. 29-fach Blutsauger. 23, aber halt auch wieder nicht so viel Angriff, ne? 23 ist bis jetzt das Höchste, ist bis jetzt das Höchste, 23, 24 mit Thunder Cocktails wieder. Also, wie gesagt, Thunder Cocktails. Thunder Cocktails. Und hier Lab Bartender. Absolute Overkill. Support Drunk Karten. Ja. Zieht sie euch rein. Also auf jeden Fall interessante Kombos hier in dieser Tire-Box. Nicht zu verachten, auf keinen Fall zu verachten. Wir schauen jetzt mal hier rein. Hier haben wir die 5 AM Wine. Und das geht ja bis hier vorne hin. Also sage ich mal, da kriegst du die jedes Mal mit hinzu. Da unten dann, wir haben immer wieder das gleiche Thema. Also es gibt tatsächlich noch Leute, die sagen, dass eine normale Box besser wäre als das. Das ist völliger Käse. Ja, weil ihr müsst das so sehen. Bei einer normalen Box hast du für 800 Gems 3 Pulls. Ja, und das war's. Hier hast du für 700 Gems 3 Pulls. Das sind nämlich hier diese Level 1 Epic or Better. Und dann nochmal Level 1 Epic or Better. Dann kriegst du noch die Level 15. Die Pre-Combo mit hinzu, hast du die zweimal, das kannst du schon fusen, du kriegst hier Forschungsbeschleuniger mit hinzu, du hast 600 legendäre Steine mit hinzu und kriegst noch GG-Watts. Und 600 legendäre Steine kann sich jeder in etwa ausrechnen, das bedeutet, du hast schon fast eigentlich wieder die nächste Leggy zusammen. Und deswegen sind die Tire-Boxen definitiv besser als eine normale Box im Sonderangebot. Also du kriegst für weniger mehr raus. Ja, und das checken aber manche irgendwie scheinbar nicht. Natürlich, wenn du die mega krassen Karten jetzt im Sonderangebot in der Box hast, könnte es unter Umständen Sinn machen. Aber ansonsten rein vom Wert her kriegst du aus den Tire-Boxen mehr raus. Für 700 Gems mehr als für 800 Gems beim Sonderangebot. Dann haben wir hier den Mythic Dale, Gossen, Trunkenball, Jellybean, Schnaps, Wine Trio und Francine Smith. Das sind jetzt wieder die Oldies, die alten Karten hier. Wird der ein oder andere von euch schon haben. Aber halt Dale und sehr unwahrscheinlich, dass man den auch bekommt. So. Ja, bevor wir, doch, wir machen jetzt, wir schauen uns gleich dann nochmal die BGE-Karten an. Wir gucken mal, was gibt's denn Neues beim Drunk BGE. Aber bevor wir das machen, schauen wir natürlich mal jetzt in die heutigen Combo Masteries rein. Da haben wir einmal den Model Builder Roger. Und der Model Builder Roger ist das da. Also völlig für die Füße. Hier mit dem Wireless Audio Transmitter, das ist Käse. Also da brauchen wir nicht lange uns das Ding anzuschauen. Das sieht jeder. Das sieht ein Blinder mit dem Krückstock. Diese Karte ist völlig uninteressant. Etwas interessanter, aber trotzdem völlig uninteressant. Auch hier wiederum der Stan mit Bag of Nickels. Gut, du hast hier unten natürlich dann 15-fach motivieren. 24-fach Blutsauger, das ist gut, definitiv, aber Bag of Nickels, wer braucht das? Deswegen klicken wir das Ding auch gleich wieder weg.
So, QT MC Whiskers vielleicht für den einen oder anderen Special, für die Special Challenge dann, ne? Ja, kann man Back of Nickels eventuell, aber ansonsten. Hier, Professor Farnsworth, mit Spielzeugkarten, mit dem Wireless Audio Transmitter, QT MC Whiskers in der Mythic-Version. Wann habe ich die Karte das letzte Mal gesehen? Alter Vater. 22-fach Punch, 24-fach Angriff, 20-fach Cripple. Da bist du auch schon bei 46 Angriff im First Hit, also kann unter Umständen, wenn einer tatsächlich so crazy ist, einen Professor Farnsworth mit einem Wireless Audiotransmitter zu spielen, dann kann er hier mal 1000 reinstecken. Das ist auf jeden Fall dann lohnenswert. Ansonsten, wer hat sowas? Also die Kombination, denke ich mal, ist sehr, 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 sehr selten. So, dann haben wir hier einen Stan und dann, und die Kombination ist allerdings wahrscheinlich noch seltener. Ein Mythic Stan mit einem Peter Copter. Dann kommt der Helikopter Stan da raus und da brauchen wir auch nicht weiter drüber zu reden. Also diese Daily Combos heute sind eigentlich, also zum einen, klar, QT MC Whiskers kann unter Umständen ganz gut sein, auch Stan's Grill. Aber für Stan's Grill würde ich jetzt keine 500 Gems ausgeben und QT MC Whiskers ist so selten bestückt, dass ich kaum glaube, dass irgendjemand diese Combo bei sich im Deck hat. So, jetzt schauen wir uns mal die heutigen, ja, die Drunk BGE-Karten an. Wir gehen jetzt als allererstes mal hier vorne rein in den Shop. Gucken wir, oh, können schon mal wieder ein paar aufmachen. Fällt mir gerade mal so auf. Hier gibt es tatsächlich, ba bam 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 bam, ist gar nichts Neues mit hinzugekommen. Bin ich doch ein klein wenig überrascht. Okay. Na, dann gehen wir gleich hier oben rein in die Golden Turds und schauen mal, was hier so am Start ist. So, das sind die Drunk-Karten aus den Golden Turds. Wir haben Absinth, und ja, Absinthrausch halt auch wieder so, ja. Babybänder, gehen halt im Angriff nicht hoch, die Karten, ne? Arsch wackelvoll, auch im Angriff nicht hoch. Beer Bottle Toast Beer Festival. Begrüßungsmojitos, betrunken im Clam, Beer Tasting, Cognac, Bänder. Der betrunkene Peter. Auch da keinerlei Angriffsbewegung zu erkennen. Eggnog, Roger, Gossen, Trunkenbold. Das ist mal eine Kombo, die eventuell auch nicht hochgeht. So, herumtorkeln. Auch nicht. Ja, individueller Bierkrug, Jellybean Schnaps. Da haben wir den Jose Servo. Da gab es jetzt ja erst die Combo Mastery. Yachtträume, Jellybean Schnaps, Kleinsbier, Malteser, Likör, Lab, Bartenders, Not. Diese Karte hier allerdings, kann ich euch jetzt schon sagen, wird eine ganz, ganz große Rolle spielen in diesem BGE. Lab, Bartenders, Not. Geht auf 1935 hoch. Ah, Mint Julep. Okay, jetzt sehe ich das Ding auch. Dann haben wir den Oktober hier, Malteser, Likör, Oktoberbräu schon alt. Oktoberfest, Hermes. Ja, Oktober Fry, Party All Time, Party im Biertank, Peter. Ja, Peter ist natürlich interessant. Slewback, Rooftop Drunk, Spring Break Shots, Tequila Roger, Topped of Wine, Thunder Cocktails. Thunder Cocktails, ebenfalls eine Karte, die hier ganz gewaltig ins Gewicht fallen wird in diesem BGE. Thunder Cocktails. Zum Glück hat die mal erstmal von Haus aus nicht so viele Leben. 33 nehme ich nur an der Zahl. Und die kann man schön first hitten. Da ja hier kein Schild oder so mit dabei ist bei dem Drunk BGE, sondern da das ja nur auf Blutsauger und Gas ausgelegt ist, kann die relativ leicht weggeballert werden. Das sollte man dann allerdings auch tun, bevor die in irgendeiner Form
ins Spiel reinfindet, Thunder Cocktails gleich zerstören, sobald sie draußen ist. Topped auf Wein, Whisky Bartender, Wodka Bier, Wikinger Peter, klar, auch immer wieder sehr, sehr geil. Aber auch hier, ne, sonderlich hoch geht das Ding jetzt auch nicht so wirklich. Gut, er hat halt viele Leben, sich, aber geht auf 16 Angriff hoch. Weinbucket, Zeitfahrt, das Gesöff und Weintrio. Ja, hier haben wir dann noch so ein paar Dinge, ne? Mit Bierfunnel Peter, die andere haben wir uns ja schon angeguckt, die 5 AM Wine. Die gehen schon gut ab, ne? Aber 13,49. Wie viel Schild hatte die zum Schluss gehabt? 13,49, warte mal. Schild für alle, wie viel hatte die zum Schluss gehabt? 5? 5. Fünffach Schild für alle, okay. Ja. Sind auf jeden Fall Chef Cat Binge, die dürfte auch sehr weit nach oben kommen. Ich denke, es ist einfach ein Fehler. Ich denke, es ist ein Fehler zu sagen, also wir müssen dann nochmal schauen, ob sie das nochmal rückgängig gemacht haben, ob das eine Falschmeldung gewesen ist. Aber meiner Meinung nach, ja, wobei, ich sag mal so, es ist, glaube ich, ganz gut so, weil ansonsten würdest du die Karten ja gar nicht klein bekommen. Ja. Du würdest die Karten nicht klein kriegen, wenn die tatsächlich hier auf die Verteidigungs- oder die Lebenspunkte. Shots. Ja. Gas and Leech for 50% of the base attack value every turn. So. Ja, ich denke mal, es wäre zu krass gewesen, wenn diese 50% eben auf die Lebensanzahl gegangen wären. Die meisten Drunk-Karten haben ja ziemlich viele Leben. Müsste die auch kaum klein kriegen. Insofern haben sie sich entschieden, das auf den Angriffswert zu machen. Das macht die Karten natürlich etwas anfälliger, muss man schon sagen. Aber durchaus in Verteidigungsdecks können die schon sehr, sehr schmerzhaft werden. Wobei ich mir gut vorstellen kann, dass du eben nach wie vor das Musical der BGE nach wie vor eben deutlich gefährlicher sein wird. Das war, wenn wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animations Throwdown mit Medium gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.